Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners hier auf der Whiskey Messe in Kiel zusammen mit Martin Sauer. Super, und du hast etwas mit dieser Whiskey Messe zu tun, glaube ich. Erzähl mal, warum gibt es in Kiel auch Whiskey Messen? Ja, die Whiskey Messe ist jetzt unsere 16. und wir haben das schon, ich glaube entweder 1999 oder 2000 damit mal angefangen, hatten sie am Anfang immer alle 2 Jahre und dann haben wir das jährlich gemacht, weil die Nachfrage von den Kunden da war und dann hat sich das Stückchen für Stückchen entwickelt und wir waren erst in kleinen Räumlichkeiten, dann im nächsten und jetzt sind wir schon, glaube ich, die letzten, ich würde sagen 9 oder 10 Veranstaltungen jetzt hier schon im Steigenberger Conti Hansa und ja, super. Ist sehr gemütlich alles hier. Genau. Also das weißt du noch nicht, aber ich habe hier meine Whisky-Karriere angefangen. Meine erste Whisky-Messe war hier in Kiel. Ich komme aus der Nähe von Itzehoe und das war das erste Mal, wo ich wirklich da mit Menschen in Kontakt kam, mit Sampleflaschen und danach habe ich angefangen, tatsächlich Videos zu drehen. Also vielen Dank, ihr seid daran beteiligt, an meine YouTube-Karriere. Nun, erzähl mal von dieser Whisky-Messe und von euch hier in Kiel. Kann man euch besuchen? Also besuchen kann man uns, klar. Also es lief alles, die Messe bis zum vergangenen Jahr unter Martins Weinepo. Dann habe ich mein Geschäft her umgelagert in den Schlemmermarkt Freund und mache dort jetzt weiterhin die Wein- und Spirituosenabteilung. Ja. Und wir verführen natürlich auch weiterhin die Whisky-Messe, die dann genauso in welchem Rahmen abläuft. Das sehen wir jetzt diesmal hier genau wie die Jahre zuvor. Und somit wie gehabt und auch er ist jetzt nun anscheinend wieder hier, denn das Interesse ist so groß. Auch viele neue, einige sind wieder gegangen, aber das ist halt der Lauf der Dinge und des Lebens her, dass sich einige Sachen wieder ändern. Genau. Super, was kann man in der Zukunft erwarten? Was kommt als nächstes her? Also nächstes Jahr, wenn wir das alles so planen und wir das auch weiter so machen, dass wir die Whisky-Messe weitermachen her. Und da wird es sich dann auch rauskristallisieren. Wer wird denn als nächstes mal wieder im Stand dabei sein? Die vielleicht, die dieses Jahr nicht dabei waren, werden jetzt nächstes Jahr wieder dabei sein. Also und das ganze Sortiment an Whiskys, was wir auch im Martins Weinepot hatten, spiegelt sich im Schlemmermarkt Freund ganz normal wieder. Super. Auch online seid ihr vertreten bestimmt? Nee, online ist der Schlemmermarkt an sich so vertreten, auch unter Facebook, aber direkt einen Online-Shop, den haben wir dabei nicht. Okay. Super, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Martin Sauer. Und hier auf der Whisky Messe, der 16. Whisky Messe in Kiel. Vielen Dank. Ja, bitte. Tschüss.